This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es darum, ob man Säfte trinken sollte. Ja, nein. Und welche, wenn? Ihr hattet eben gefragt. Und deshalb wollte ich mal ein Video dazu machen. Ja, also ich denke, Säfte können eine gute Möglichkeit sein, um den Körper zu reinigen, um diese Disharmonien auszuscheiden aus dem Körper. Um den Körper zu entlasten, gerade Saftfasten halte ich für sehr sinnvoll. So. Wenn man aber jetzt Saft fastet, dann muss man darauf achten, dass man nicht mit Gemüsesäften fastet. Dass man grüne Säfte macht oder Gemüsesäfte. Ja. Damit die Entgiftung einfach nicht zu stark ist. Damit man das Ganze ein bisschen puffern kann, dass da Mineralien sind und dass man das Ganze gut ausscheiden kann. So. Was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich habe eine lange Zeit dann nur Fruchtsäfte mal entsaftet. Und gerade wenn die Früchte zu gezüchtet sind, ich habe dann so ein Suchtverlangen bekommen. So. Und dann habe ich nur von früh bis abend Säfte getrunken. Und da habe ich gemerkt, dass das mir nicht gut tut, so, wenn ich irgendwie den ganzen Tag Melonsaft trinke. Das ist einfach nicht gut für die Zähne, dieser Zucker. Und habe gemerkt, wie die Zahnhälse ein bisschen länger geworden sind. Und dann habe ich das eben wieder gelassen. So. Das waren aber eben reine Fruchtsäfte. Und reine Fruchtsäfte, ja, die entgiften, denke ich, einfach zu stark. Dann ist zu viel, dann kommt zu viel auf einmal raus. Das bringt aus dem Gleichgewicht die Reinigung. Und Gemüsesäfte sind top. So. Eine Kombi ist zum Beispiel eine sehr leckere Kombi, die ich lange im Winter getrunken habe. Ist Apfel, Ingwer, Karotte. Sau lecker. Ja. Und wärmend gleichzeitig so im Winter. Apfel, Ingwer, Karotte. Genau. Also probiert immer Gemüse mit zu entsaften. Genug Gemüse. Salat, Blattsalate oder Wildkräuter. Genau. Eben nicht zu viel Fruchtsäfte und dann auch die Pausen trotzdem immer einhalten. Es ist wichtig, nicht von morgens bis abends was zu sich zu nehmen, sondern wirklich zwischendrin Pausen zu haben, ein paar Stunden, wo man mal nichts zu sich nimmt. Oder ich mache es eben so, dass ich morgens einfach nichts esse, bis 12. Genau, dass der Körper immer genug Zeit hat, gerade der Mundraum, dass der nicht immer belastet ist, so. Dass der genug Zeit hat, sich zu reinigen und damit die Zähne dann auch nicht kaputt gehen eben. Da muss man eben aufpassen, wenn man zu viel Fruchtsäfte von früh bis abends trinkt, so. Das habe ich dann eben gemerkt und habe ich so das sein lassen. So. Das dauert auch eine Weile, bis man das merkt, aber trotzdem, man kann es von Anfang an richtig machen gleich so. Und ja, also Gemüsesäfte, gerade wenn ihr fastet, nie mit Fruchtsäften fasten. Das kann man vielleicht irgendwann mal machen, wenn man so mal 10 Jahre oder so Rohkost gemacht hat. Nur reine Rohkost und schon länger gefastet hat, so, dann kann man vielleicht mal ab und zu mit Fruchtsäften fasten. Beziehungsweise wenn man mit Fruchtsäften fastet, dann halt nicht von früh bis abends. Dann höchstens mittags mit dem Fruchtsaft anfangen, genau. Dass das eben nicht auf die Zähne geht, dass es nicht zu viel wird, genau. Das ist so ein bisschen ein paar Tipps, was Säfte angeht. Also, wenn ihr fastet, mit Gemüsesäften ist es eben viel leichter. Da kann man, ja, eine Freundin hat mal 60 Tage gemacht. Also, da kannst du 2, 3 Monate kannst du mit Fruchtsäften, im Prinzip irgendwann auf Dauer kannst du nur Fruchtsäfte trinken. Ich meine Gemüsesäfte, Entschuldigung. Gemüsesäfte kann man so lange machen. Und das ist kein Problem, das ist auch ein sehr angenehmes Fasten, man fühlt sich noch genährt, man hat noch den Geschmack und also so das, ich denke für viele ist es so das Leichteste mit Gemüsesäften anzufangen, mit dem Fasten, genau. Und dann kann man vielleicht mal ein Wasserfasten machen, aber man kann auch einfach gleich ein Wasserfasten machen, das einfach kürzer ist, genau. Ja, so viel zu Säften, wenn ihr da noch Fragen habt, also einfach nicht zu viel, die Pausen einhalten und keine Fruchtsäfte, nie reine Fruchtsäfte. Also mal einen Fruchtsaft kann man machen, so, aber jetzt nicht über mehrere Tage nur Fruchtsäfte.
Das ist, bringt einfach den Körper aus dem Gleichgewicht. Das ist zu starke Entgiftung, das ist schlecht für die Zähne. Genau, also Pausen einhalten erstens und zweitens keine reinen Fruchtsäfte auf Dauer über mehrere Tage. Ja, das sind so die Dinge, die man dabei beachten sollte. Ja. Aber ihr werdet mir eh merken, dass ihr gar nicht mehr so viel trinken braucht nach einer Zeit, wenn ihr nur noch Rohkost zu euch nehmt. Der Durst, der kommt von dehydrierten Essen. Also ich merke, dass ich Durst bekomme von konzentrierteren Sachen, von schweren Sachen, von Nüssen. Also von Fett bekomme ich einmal Hunger und von Salz. Fett, Salz, dehydriert. Diese drei Sachen, Fett, Salz, dehydriert. Davon bekommt man Durst. Wenn man keine dehydrierten, fettigen oder salzigen Dinge zu sich nimmt, wenn man wässrige Früchte zu sich nimmt, dann hat man keinen Durst mehr. Oder Gemüse, Blattsalate, dann hat man keinen Durst mehr. Man bekommt, normaler Mensch muss halt mal 2 Liter am Tag essen, trinken meine ich, weil er einfach gekochtes Essen hat immer Salz drin, dann wird es in Öl angebraten, also Fett, und dann ist es meistens dehydriert durch den Kochvorgang. Und dann muss man eben auch 2 Liter am Tag trinken, um das Ganze wieder auszugleichen. Aber wenn ich das nicht zu mir nehme, wenn ich nicht Unmengen an Trockenfrüchten esse oder Nüssen, dann muss man im Prinzip irgendwann mal gar nichts mehr trinken. Aber anfangs ist es immer gut, einfach immer aufs Durstgefühl hören. Der Körper sagt euch genau, wie viel ihr trinken müsst, sollt. Genau. Dafür ist das Durstgefühl da, so, da kann man drauf hören. Da muss man auch schauen, dass man das Richtige zu sich nimmt. Lebendige Nahrung, lebendiges Wasser. Das in Früchten, in Salaten, das ist das beste Wasser in Pflanzen. Das der Körper richtig verwerten kann und nutzen kann, um sich zu reinigen. Genau. Ja, so viel zu Säften. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach in das Video. Macht's gut, Leute. Ciao.